Frage Nummer 9. Wie viel Streit und Ärger in der Familie oder in Familien, die Sie kennen, hat mit Schule und Hausaufgaben zu tun? So, Pittsburgh, ein Elternpaar, das jetzt Homeschooling macht. Brief an Mr. Gatto. Die Schule begann, meine Familie zu zerstören, indem sie uns ständig entzweite. Sie sorgte für Kampflager. Unter den Kindern, unter den Klassen, unter den Rassen, das ist dann bei uns mit den Migranten so ähnlich. Unter den Eltern, zwischen Eltern und Lehrern, zwischen Eltern und Kindern. Nachdem ich meine Zweitklässlerin aus der Schule genommen hatte, blühte sie wieder auf. Vorher war jeder Tag eine Qual gewesen. Jetzt liebt sie ihre Tage wieder. Jeder Tag ist ein Geschenk. Das ist der Unterschied. Nummer 10. Nachbarschaftskonferenz. Was wissen Sie über die Amish? In den USA. Kurze Konferenz. Gemeinsamer Nenner wahrscheinlich Pferde, Kutschen, kein Strom, kein Radio, kein Fernsehen, kein Telefon, rückwärtsgewandt. Die Amish gehören zu den erfolgreichsten Menschengruppen in den USA. Werden wir nachher noch erfahren. Und die haben bezüglich Schule ganz bestimmte Ansichten, die wir uns anschauen werden. Nummer 11. Also die Amish lösen wir später auf. Nummer 11. Gibt es eine direkte Beziehung zwischen der Menge an Geld, die ein Staat in die Bildung investiert, und guten Ergebnissen? Hier neigen wir dazu zu sagen, ja. Aber was Sie als einzelner Lehrer, Lehrkraft in Ihrem Klassenzimmer machen, hat mit dem Geld, das der Staat bezahlt, nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und es gibt Leute, die haben sehr wenig Geld, zum Beispiel in der Nachkriegszeit. In Kriegszeiten, Nachkriegszeiten hatten wir zum Teil phänomenale Schullehrer. Und diese Leute haben recht gut gelernt. Und in reichen Zeiten haben wir zum Teil, also diese Relation ist nicht so eindeutig, wie man sie uns immer gerne einreden möchte. So, zum Thema Heranwachsen haben wir schon nachgedacht. Das ist ganz wichtig, da werden wir nochmal drüber sprechen. Und WQS 13, Way of Life, haben wir schon hinter uns. Jetzt kommt Nummer 14. Ich lese Ihnen einen kurzen Text vor von Mr. Gatto. Er spricht natürlich über Amerika. Die Frage ist, könnte er auch über uns geredet haben? Könnte er uns meinen? Zitat: Es ist der große Triumph des zwanghaften Regelschulmonopols, dass unter den besten meiner Lehrerkollegen, er war 32 Jahre Lehrer dann später, 32 Jahre, dass unter den besten meiner Lehrerkollegen und unter den besten Eltern meiner Schüler kaum jemand sich vorstellen kann, wie man es anders machen könnte. Sie sagen zum Beispiel, aber Kinder müssen doch lesen und schreiben lernen. Sie sagen zum Beispiel, aber Kinder müssen doch addieren und subtrahieren lernen. Sie sagen zum Beispiel, aber Kinder müssen doch lernen, Anweisungen zu befolgen, wenn sie je einen Job behalten wollen. Aber das war noch vor einigen Generationen anders. Die Lesefähigkeit der Bevölkerung in den Oststaaten, der Vereinigten Staaten, lag bei 98%. Heute ist das weit weniger. Bitte bedenken Sie, das waren lauter Europäer, von denen er redet. Auch Schweizer. Sogar viele Schweizer. Wie Sie wissen. Die Menschen ohne Zwangsschulsystem waren innovativ und viel selbstständiger. Wenn Sie beim American Way of Life, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und jeder kann siegen und sowas, das kommt aus der Zeit, das gibt es heute gar nicht da drüben. Wenn Sie mal bedenken, wie die amerikanische Presse dem amerikanischen Präsidenten nach dem Munde geredet hat, die letzten Jahre. Jetzt mit Guantanamo wachen Sie langsam auf. Ach, die amerikanische Verfassung gibt es ja doch noch. Das ist schon spannend. Damals waren die Leute selbstständig, innovativ, konnten Entscheidungen treffen. Sie waren unabhängig
und konnten alleine denken, ohne dass die Regierung sich in jeden Aspekt ihres Lebens einmischte, ohne Institutionen, ohne Sozialhilfe, ohne dass man ihnen sagte, was sie denken und tun sollten. Sie waren Individualisten, aber sie verloren ihre Unabhängigkeit in den USA nach dem großen Bürgerkrieg mit der Schulpflicht. Eine Gesellschaft, die ihre Bürger kontrollieren will, da kommen wir nochmal drauf, kontrollieren will, benötigt, das ist auch ein Deutsch, da kommen wir nochmal drauf, das hört man zurzeit überall, in der Schweiz auch, da kommen wir nochmal drauf. Das ist in Deutschland so eine furchtbare Redewendung zurzeit. Also wir werden nochmal darüber sprechen. Eine Gesellschaft, die ihre, sehen Sie, das war die ERN-Welle wieder, nicht? Kopf rausgesteckt. Eine Gesellschaft, die ihre Bürger kontrollieren will, benötigt unbedingt ein zwangsbeordnetes, monopolistisches Schulsystem für die Massen. Mit der Elite geht man anders um und wir werden noch hören, was die Amerikaner mit ihrer Elite tun. Das ist sehr wichtig. Eine Schule mit Regierungsmonopol und Regierungsmacht. Frage, hätte er auch über uns sprechen können. So, nehmen wir mal den Begriff Heranwachsen. Was passiert, wenn Schüler oder Menschen heranwachsen? Ich habe es schon erzählt, sicher in dem einen oder anderen Jahr, aber das erzähle ich nochmal. Wir haben so einen Stamm irgendwo. Und da haben wir die Vierjährigen, die dann den circa Sechsjährigen nachlaufen. Die Sechsjährigen hüten die Ziegen. Natürlich die Jungen in dem Fall, die Mädchen lernen von der Mutter was anderes. Und die Sechsjährigen tun so, als sähen sie die Vierjährigen nicht. Wenn was Gefährliches käme, würden sie sie großartig retten, nicht wahr? Aber ansonsten tun sie so, als sähen sie sie nicht. Und die Vierjährigen rennen denen 2 Jahre hinterher und verstecken sich hinter Büschen und tun so, als wären sie nicht da. Spiegelneuronen. Wenn die Vierjährigen 6 sind, übernehmen die Ziegen. Kein Mensch hat ihnen das je beigebracht. So lernt der Mensch in der Natur. Von denen, die es schon können. Spiegelneuronen. Wann machen wir das in der Schule? Welcher Schüler hat je in der Schule einen Lehrer mit Begeisterung einen Text lesen sehen? Wenn er das von zu Hause nicht kennt, hat er das noch nie erlebt. Der kennt nur Musslesen. Genusslesen hat er nie erlebt. Hat er nicht 2 Jahre lang regelmäßig beobachten können, um hineinzuwachsen. Das heißt heranwachsen. Wir sind in der Nachkriegszeit, lang ist her, durch München gezogen, Ruinen, Schwabing war völlig zerbombt und sind also in Gruppen und Grüppchen, mal in dieser, mal in jener Gruppe. Als Mädchen ist man ja nicht nur einer Gruppe angehörig, ein Junge hat dann seine Stammgruppe, nicht mit der er immer geht. Und da haben wir viel erlebt, viel gelernt, haben uns auch mal verletzt. Da ist nicht laufend jemand mit der Hundeleine hinterhergelaufen. Heute meinen wir, Kinder müssen von null bis spät beobachtet werden, beaufsichtigt werden. Da kommen wir auch noch mal darüber zu sprechen. Sehen Sie, das passiert mit der ERN-Welle. Wird man aufmerksam, dann kann man das nächste Mal vorneweg korrigieren und irgendwann hat man sich das Neue angewöhnt. Das ist dieser Mechanismus, den wir nicht zulassen, wenn wir dann ständig hineinkorrigieren. Dann kann diese ERN-Welle nicht ablaufen. Ich kann das nicht selbst regulieren. Ich kann nicht autonom lernen. Diese Autonomie nehmen wir Kindern. Das ist sehr traurig. So, heranwachsen heißt herumprobieren ohne Angst. Wenn wir unser Lernwerk, unseren Hochgehobenen haben, dann haben wir hier unten Ball im Tor Nummer 2. Wir haben hier herumprobieren, mit oder ohne Herr, probieren, ohne Angst. Findet sehr selten statt in der Schule, ohne Angst. Wir haben hier Katze kennenlernen. So, Katze kennenlernen. Das heißt, wir neigen dazu, also wir wissen zum Beispiel, Piano lerne ich nicht, indem ich mich 3-mal daneben stelle und dann spiele ich also die Elise von Beethoven. Das wissen wir. Dass ich im Sport auch kein Baseballstar werde, wenn ich nicht trainiere, wissen wir auch. Aber bei geistigen Tätigkeiten probieren wir es 2-mal. ABC-Liste 2-mal probiert, kann ich nicht. Ist so interessant. Weil wir nicht gelernt haben, in der Schule herumzuprobieren ohne Angst. Und wir haben die Katze nicht kennengelernt, die Katze im Sack. Wir schmeißen sie im Sack weg. Und herumprobieren ohne Angst, Katze kennenlernen, heißt, wir streichen sie mal im Sack.
Dann stellen wir fest, so wild ist die gar nicht. Und dann gehen wir halt mal rein mit der Hand und streicheln sie direkt. Dann fängt die vielleicht an zu schnurren. Das heißt, wenn Sie eine Tätigkeit haben, die Sie nicht ausführen wollen, und so probieren es 30 Mal und wenn es nur 30 Sekunden sind, und dann erst entscheiden, dann werden viele feststellen, dass ihr erstes Unbehagen nur war, weil es neu ist. Und dass es vielleicht ganz interessant sein könnte. Das ist mit Essen so ähnlich. Wenn wir neue Geschmäcker, wenn wir das in kleinen Portionchen mal probieren, eine Gabel voll, dann sagen wir, ja, so schlimm ist es nicht, wie ich dachte. Spargel lernen wir erst gegen Erwachsensein zu essen. Ich kenne keine Kinder, die Spargel lieben. Vielleicht mit Ketchup. Weil sie Ketchup lieben, hat mit Spargel nichts zu tun. Kann alles essen mit Ketchup. So, das ist diese Ecke. Heranwachsen heißt herumprobieren ohne Angst. Und jetzt sagt der Gatto etwas ganz Wichtiges. Er sagt, jede große philosophische Schule schreibt uns vor, dass wir uns selber kennenlernen. Erkenne dich selbst. Und das verhindert die Schule. Selbsterkenntnis kann ich nur haben durch eigene Erfahrungen. Ich muss meine Grenzen, meine Stärken kennenlernen. Und das tue ich, wenn ich heranwachse. Wenn ich herumspiele. Wenn ich so rummache. Da lerne ich mich kennen. Da lerne ich kennen, bei welchen Sachen die Gruppe sagt, hey Vera, sag mal. Und bei welchen Sachen die Gruppe mich überhaupt nicht beachtet, weil jemand anders es besser kann. Das ist Heranwachsen. Also eigene Ressourcen entdecken, ein Repertoire für sich entwickeln. Wir ansammeln W-Wissen zum Beispiel und H-How-To's. Habe ich das nicht als, doch, das habe ich doch als Folie. Heranwachsen habe ich als Folie für Sie gemacht. Ich suche ja jedes Jahr ein paar Folien, das gehört ja zum, das wäre ja schade, wenn ich das mal nicht täte. Da würde Ihnen ja was abgehen, den Stammhörern. So, hier muss Wachsen hin, weil es ja verkehrt rum geht. Und ich muss nach außen, damit es nach innen kommt. Mal so. So, also wir haben herumprobieren ohne Angst, eigene Ressourcen entdecken, Repertoire, Wissen, How-To's, vom H und vom W, Chancen, Selbstwertgefühl heißt SWG, über eigene Leistungen statt Noten, Selbsterkenntnis via Erfahrungen. Erfa ist bei mir immer Erfahrung, Erwa ist Erwartung. Das sind so lange Wörter, die kürze ich immer ab. So, oben haben wir Zukunftsperspektiven, Jüngere, ja. Wenn wir die Leute nicht vom Alter her zusammenschalten, wenn wir gemischt sind, wie in einem Dorf, das wir ja nicht mehr haben, in vielen Städten, dann zeigen die Älteren mir die Zukunft, in die ich hineinwachse, und die Jüngeren meine Vergangenheit. Da ist einer, der kann auch noch nicht chinesisch multiplizieren. Ja, da stand ich auch einmal. Ich kann es aber heute schon. Und das fehlt in einer Klasse mit lauter Gleichaltrigen, die zum selben Zeitpunkt dasselbe lernen sollen. Gar kein. Das heißt, wir nehmen die Zukunft, wir nehmen die Vergangenheit. Wir haben dann einen Brei. Jeder Tag ist gleich. Und dann wundern wir uns über junge Leute, die null Bock haben auf eine erwachsene Zukunft. Die in diese Erwachsenenwelt überhaupt nicht hineinwachsen wollen. Warum? Weil sie gar nicht kennen. Sie kennen nur zwei Leute zu Hause, vielleicht nur eine Person und deren Welt, vielleicht ein paar Freunde, mehr kennen sie gar nicht. In einem Dorf haben sie den Schmied, den Bäcker, den Schuhmacher, all diese Leute und deren Welt gekannt. Ja, und da hat sich vielleicht der eine zum Schmied hingezogen gefühlt, obwohl der Vater der Pfarrer war. Der Evangelische natürlich. Sie kennen ja den Unterschied. Die Windeln des evangelischen Pfarrers hängen im eigenen Garten, die des Katholen im ganzen Dorf. So, darum geht es beim Heranwachsen. Jetzt kommt der Teil, wo Sie die Kotztüte brauchen könnten. Mr. Gatto hat also als Werbefachmann in die Schule kommend glasklar erkannt, wie Schule uns kaputt macht. Und hat gesagt, das sind 7 exemplarische Lektionen, die wir als Lehrer den Schülern beibringen. Sie kennen ja das Kommunikationsmodell, Metaebene,
Das ist die Strategie, Inhalt, Beziehung. Hier steht der andere, von Bauch zu Bauch die Beziehungsebene, Inhalt die Wörter, die wir sagen, Metaebene, wo wir über diese beiden nachdenken. Und auf der Metaebene passieren diese Lektionen, die die Lehrer im heimlichen Curriculum vermitteln, aufgrund der Art, wie sie ausgebildet worden sind. Das haben sie sich ja nicht ausgedacht. Und da hat er jetzt 7. Lektion 1, Verwirrung. Verwirrung. Durch die Aneinanderreihung aller möglichen Themen und Fächer, Informationen, ohne jeden inneren Verband, reagieren Kinder mit Verwirrung, weil sie ihre Panik und ihren Zorn über die ständige Verletzung ihrer Erwartung auf Orientierung, ihrer unbewussten Erwartung auf Orientierung, noch nicht in Worte kleiden können. Qualitativ hochstehendes Wissen muss in die Tiefe gehen, statt ständig an der Oberfläche zu schweben. Menschen suchen Sinn und Bedeutung, nicht isolierte Einzelinformationen. Ich habe seit Jahren gesagt, wir können keine Einzelinformationen verarbeiten, das Gehirn kann das nicht. Aber das ist eben auch Teil dieser Schulstrategie, diese Regel systematisch zu verletzen. Denken Sie an natürliche Abfolgen, wie das Erlernen des Gehens. Fängt an mit sich hochziehen, sitzen, krabbeln. Das hat eine ganz bestimmte Abfolge, die ist bei jedem Kind gleich. Nicht gleichzeitig, aber gleich, die Abfolge. Und er sagt, die Abfolge in der Schule sind völlig widersinnig oft, die wir haben. Denken Sie an das Vorbereiten eines Thanksgiving-Dinners für 20 Personen. Alle Teile sind in perfekter Harmonie miteinander. Jede Handlung ist sinnvoll und aus der vorherigen oder nachfolgenden absehbar. Einer stellt die Placemats überall hin, der nächste stellt die großen Teller drauf, der nächste verteilt die Gabeln, die Messer, die Löffel, die Gläser. Das macht alles Sinn. Was machen wir in der Schule? Wir machen 4 Wochen lang nur Gläser verteilen. Rechts von, da kommt später noch was, das lernst du dann später. Das ist doch spannend. Schulabfolgen sind anders, sie sind verrückt. Es gibt keine Gründe für, die einer echten Prüfung standhalten würden. Die unendliche Fragmentierung in der Schule ist der genaue Gegenpol zum Sinnverband. Es gleicht mehr dem ziellosen Seppen durch hunderte von TV-Kanälen, ohne eine Orientierung zu erhalten. Wir lehren Kids, diese Verwirrung als normal anzusehen, als Schicksal zu akzeptieren. Das ist die erste Lektion. Was auch spannend ist, ist, Kinder tauschen sich über diese Dinge ja nicht aus. Das heißt, die meisten Kinder meinen nur, ich bin verwirrt, den anderen geht's nicht so. Und das ist das Schlimmste an dieser Verwirrung. Wenn die jetzt Gruppentherapie für 7-Jährige hätten, wenn denen klar werden würde, dass die meisten diese Verwirrung erleben, würden sie auch besser damit klarkommen. Aber die meisten meinen, das muss ja richtig sein, was die Großen machen. Ich bin doch viel zu klein, ich kann es doch gar nicht entscheiden, dass es falsch ist. Also wenn was falsch ist, bin ich's. Wenn was falsch ist, bin ich's. Wir haben schon die ersten Bogen ausgewertet. Und da haben wir so ein Mea Culpa. Weißt du, bei welcher Nummer Mea Culpa war? Das war ganz am Anfang, bei 6 oder 5, gell? 5. Ja, ich war zu langsam beim Mitschreiben, noch nicht ganz erkannt. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ich bin schuld. Das lehrt uns die Schule. Wenn es nicht klappt, sind wir schuld. Weil im Zweifelsfall sind die Schüler demotiviert, unaufmerksam, wollen nicht, wissen wir doch. Das ist so ein Resultat. Das sind dann die Erwachsenen, die im Zweifelsfall sich die Schuld geben. Lektion 2. Jeder muss seinen Platz kennen. Ich mache ja in Karlsfeld jedes Jahr 3 Vorträge, die sogenannte Karlsfelder Trilogie. Und dieses Jahr war, der 3. Abend ist dann immer Lernen, die verkürzte Version des ihres Seminartags, stark verkürzt. Der 1. Abend war Indien und der 2. war die islamische Welt. Tja, Indien hat das Kastensystem. Indien wird bezeichnet als die größte Demokratie der Erde, ein Riesenschmarrn. 80% der Inder sind Hindus und Hindus in Kasten eingeteilt und einige Nicht-Hindus auch. Einige, die christlich geworden sind, haben die Kasten beibehalten. Ja, und die Kaste prägt sie. Das ist nicht demokratisch, was da abläuft. Und das machen wir in der Schule. Wir schaffen künstliche Kasten. Wir nummerieren Kinder und zwingen sie, sich gemäß diesen Zahlen zu sortieren. Fängt an mit dem Alter, nicht wahr?
Sie müssen mit Kindern ihre Nummer, müssen sie sich aufhalten, bis sie sich gar nicht mehr vorstellen können, sich woanders aufhalten zu wollen. Sie lernen, Kinder mit besseren Zahlen zu beneiden und jene mit kleineren gegenüber mit Arroganz zu behandeln, was die Lehrer oft nicht bekämpfen. Bald finden sie ihren Platz, so natürlich, dass sie ihn Zeit ihres Lebens einnehmen werden. Das war die zweite Lektion. Deswegen die Kotztüte. Als ich das übersetzt habe, habe ich das verschiedenen Leuten am Telefon erzählt und wir waren uns immer einig, da kann einem schlecht werden. Wir zeigen ja auch, wie es rausgeht nachher, sonst würden sie wirklich schlecht. So, hier rausgehen. Nummer drei, Desinteresse. Ist das nicht eine der größten Klagen von Lehrern und Trainern und wer immer irgendwie doziert oder was, dass die Leute zu wenig Interesse haben? Bei unseren kleinen Experimenten, die ja absichtlich nach 2 Minuten abgebrochen wurden, haben wir bei dem einen oder anderen Thema akutes Desinteresse bei Ihnen gespürt. Das liegt am Unterricht, nicht an Ihnen. Das löst der Lehrer aus. Wir haben es hier bewusst getan. Verstehen Sie das? Da stand dann Thema uninteressant. Gott sei Dank kam dann der Abbruch. Das ist wichtig. Wenn Ihre Schüler erleichtert aufatmen, wenn die Glocke bimmelt. Oder für die Trainer, die in der Industrie und Wirtschaft tätig sind, wenn die Leute froh sind bei der Kaffeepause, können sie den Satz gar nicht mehr beenden, die rennen schon raus, sie brauchen gar keine Glocke. Die sind total konditioniert und domestizierte Primaten. So, Desinteresse. Er sagt, A, wir tun so, als sei die Arbeit im Klassenzimmer echt wichtig. B, wir lehren sie andererseits, bei der Glocke alles fallen zu lassen. Deswegen die Glocke nach 2 Minuten. Das war sinnbildend für das, was da passiert. Also bei Nummer 5, wie geht's genau? Das hätten Sie gerne wissen wollen mit der chinesischen Multiplikation. Zu früh, würde gerne selber ausprobieren. Ich war zu langsam, das war der, der sich die Schuld gegeben hat, leider. Spannendes Thema, hätte gerne mehr Übungen gemacht. Der Unterbruch kam zu früh. Was ich ja spannend finde, die Schweizer machen ja der Unterbruch und der Entscheid und wir haben diese Wörter weiblich im Deutschen. Die Unterbrechung und die Entscheidung. Kann man mal drüber nachdenken, so. Nummer 5, sehr schade, das war interessant. Nummer 6, schade, spannend, hätte ausprobieren wollen. Wichtig zum Festigen. Nummer 5, nicht unterbrechen, will ausprobieren. So, die sind nicht angemalt, zu früh abgebrochen. Sehen Sie, die Glocke ist nur dann angenehm, wenn der Unterricht scheiße war. Darüber sollen wir mal nachdenken. Ansonsten stört die Glocke. Und wir haben 45 Minuten statt 2, aber das Prinzip ist Dito. Jetzt sagt Gatto, wir lernen sie andererseits, mit der Glocke alles fallen zu lassen. Er hat ein Beispiel von einem Jungen, der in einer Englischklasse, das ist ja dann wie Deutschunterricht bei Ihnen, denken Sie über Gedichte nach und dann fängt er an, so mal eine Formulierung zu probieren, eine gedichtmäßige. Der ist voll konzentriert, kommt die Glocke, jetzt muss er rübergehen zur Mathematik, interessiert ihn im Moment einen Scheißdreck. Der wird im Leben nicht mehr den Ansatz machen, ein Gedicht zu schreiben. Der Impuls ist weg. Der war da gerade. Schade. Also er sagt, wir lernen Sie andererseits, mit der Glocke alles fallen zu lassen. Das ist sehr subtil und vermittelt im Laufe der vielen Jahre die Gewissheit, dass man Engagement wie ein Lichtschalter ein- und auszuschalten habe. Später entwickelt man gleich gar kein Engagement mehr und auch nicht den Rest des Lebens. Sie wissen, dass nach der Glocke nichts je fertiggestellt oder zu Ende gedacht werden kann, was zu dem Schluss führt, dass es von vornherein nicht wichtig war. Man darf nur auf Raten erleben, das ist kein Leben. Heimliche Glockenlogik, sie zerstört Vergangenheit und Zukunft, so macht sie jeden Tag wie jeden anderen und impft jede Tätigkeit mit Indifferenz, über die man dann klagt, nachdem man sie produziert hat. Das ist die Glockenlogik. Und sehen Sie, Lehrer waren in dem System als Schüler. Dann kommen sie in die Ausbildung und dann erzählt man ihnen, dass das pädagogisch sinnvoll sei. Und das glauben sie, weil sie ja diesen Respektpersonen glauben. Dazu sind sie ja erzogen worden, denen zu glauben. Und dann gehen sie zurück und machen dasselbe, weil sie es gar nicht anders wissen. Deswegen heißt ja mein Buch trotzdem Lehren, trotz des Systems. Sie sind auch Opfer. Aber sie müssen als Erster aus der Opferrolle raus, damit sie die Kinder rausholen können. Die können sich alleine nicht rausholen.
Lektion 4 und 5 sind die emotionale und die intellektuelle Abhängigkeit. Die emotionale produziert die Lob-Junkies. Süchtig nach Lob. Das sind die jungen Leute, die in die Firma kommen und für jeden Handstrich, den sie getan haben, ein Lob erwarten. Weil sie ja gewöhnt sind, dass alles mit Noten benotet wird. Und eine Tätigkeit, die nicht benotet und begutachtet wurde, existiert nicht in ihrem Universum. Dürfen sie als Chef ständig dem hinterherlaufen und sagen, ja, hast du gut gemacht. Was sie in der Schule auch gelernt haben, ist genauso gefährlich. Sie schreiben also einen Kundenbrief einmal, weil sie haben nie gelernt, dass man Skizzen macht, dass man mehrmals dran arbeitet, dass man das mit ein paar Leuten überprüft und dass man schaut, ob andere auch der Meinung sind und dass man so langsam lernt, eine gewisse Leistung zu erbringen. Also schreiben sie einen Kundenbrief einmal und sind tode beleidigt, wenn irgendwer sagt, du hör zu, der ist furchtbar. Die intellektuelle Abhängigkeit beschreibt Gatto wie folgt. Er vergleicht jetzt gute Schüler, erfolgreiche Schüler und schlechte Schüler. Und dann kommt die Parallele zu guten Mitarbeitern. Gute Schüler warten brav, bis die Lehrer ihnen sagen, was sie jetzt tun sollen. So lernen sie, dass sie abhängig sind, dass andere uns sagen müssen, wie es weitergeht, dass es immer jene gibt, die besser sind oder mehr wissen, Vorbereitung auf die Elite, die uns später regieren wird. Diese Leute werden uns auch den Sinn geben und unsere Entscheidungen für uns treffen. Erfolgreiche Schüler denken genau, was wir Lehrer ihnen befehlen, mit einem Minimum an Widerstand und angemessener Menge an Enthusiasmus sei er auch gespielt. Schlechte Schüler hingegen kämpfen gegen dieses vergewaltigende System an. Zwar begreifen sie oft die Konzepte hinter dem heimlichen Lehrplan genauso wenig wie die Lehrer, aber sie wissen, dass sie sich wehren müssen, dass sie um das Recht kämpfen müssen, eigene Entscheidungen zu treffen. Das dürfen wir Lehrer natürlich nicht zulassen. Gott sei Dank gibt es geprüfte Prozeduren, wie man den Willen jener Widerständigen bricht. Es funktioniert bei den meisten. Naja, Fußnote für den Rest haben wir Ritalin und Sonderschulen. Viertens, gute Menschen in der Arbeitswelt warten auf den Experten, der ihnen sagt, was zu tun sei. Merke, unser gesamtes Wirtschaftssystem hängt davon ab, dass genügend Leute diese Lektion gelernt haben. Die Walmart-Mitarbeiter und die Hamburger Brater bei McDonald's und die Hamburger Brater bei Burger King, das sind solche Befehlsempfänger. Die haben so ein dickes Handbuch bei McDonald's, wie jeder Millimeter zu machen ist, und zwar überall gleich. Denn es ist der Witz an Franchise-Systemen, dass der Kunde von Moskau bis Zürich genau denselben Hamburger in derselben Größe, in derselben Verfassung bekommt. Das ist ja das, warum die Kunden Franchise lieben. Wo kämen wir denn dahin, wenn man in Russland was Russisches essen würde und in Zürich ein Züricher Geschnetzeltes? Müsste man ja was Neues ausprobieren, nicht? So, Erinnerung bitte an den Way of Life. Er sagt, unser Way of Life, sagt er als Amerikaner, hängt davon ab, dass wir genügend Befehlsempfänger haben, die von alleine nicht wissen, was sie tun, denken und entscheiden sollen. Und der Text, den wir haben von ihm, der 2 Jahre alt ist, impliziert, dass die Preußen haben ja das Schulsystem erfunden, von dem wir jetzt reden. Erfunden haben sie es, das steht nicht drin in dem Beitrag, das hat er in einem seiner anderen Bücher. Erfunden haben sie es, weil Napoleon den Deutschen den Arsch versohlt hat, das heißt den Preußen. Dann war ihnen klar, sie brauchen bessere Soldaten, dann haben sie dieses System entwickelt, um Soldaten zu machen. Dann begann das Industriezeitalter, dann stellte man fest, ach, das eignet sich auch für die Fabriken. So hat man es hinübergehoben auf die Fabrik. Dann haben die Amerikaner davon erfahren, gesagt, das ist ein fantastisches System für unsere Fabriken und haben es rübergeholt nach Amerika. So ist das gekommen. Wir haben es erfunden. Wer hat es erfunden? Wir haben es. So, in dem Fall waren es wirklich die Preußen. So, Nummer 6. Selbstwertgefühl via Fremdurteil. Vergleiche heranwachsen. Wenn wir unser Selbstwertgefühl nur bekommen durch Noten, dann hat das mit uns selbst wirklich wenig zu tun. Nummer 7, ich habe es ein bisschen abgekürzt, es gibt kein Verstecken, das ist mit die schlimmste Lektion. Schnallen Sie sich an, sonst fallen Sie vom Stuhl. Wir lehren Kinder, dass wir sie immer beobachten, dass sie alle unter ständiger Aufsicht stehen, durch uns Lehrer. Es gibt keinen privaten Raum, keine private Zeit. Der Wechsel zwischen Unterrichtsstunden ist mit 300 Sekunden darauf ausgelegt, dass neben dem Gang zum anderen Klassenzimmer nur kürzeste und oberflächlichste Bemerkungen mit anderen Schülern ausgetauscht werden können. Hinzu kommen die Hausaufgaben.
als Überwachung in der Freizeit, damit sie nicht einmal dann heranwachsen können. Freundlicherweise übernehmen viele Eltern, besonders die Muttis, unsere Rolle und spielen für uns den Aufpasser und sorgen sehr genau dafür, dass alle Hausaufgaben ordentlich und sauber ausgeführt werden. So bleibt den Schülern kaum Zeit für das wichtige Business des Heranwachsens. Er hat ausgerechnet, ein Schüler hat heute 9 Stunden pro Woche zum Heranwachsen. 4-mal so viel sieht er fern. 3-mal so viel langweilt er sich in der Schule. Die Bedeutung, ununterbrochen unter Überwachung zu stehen, und die Verweigerung jeder privaten Sphäre lehrt die Botschaft, dass man ihnen nicht trauen kann und dass private Sphäre und privates Denken nicht erlaubt ist. Überwachung ist eine uralte Strategie. Einige unserer einflussreichsten Denker, zum Beispiel Plato in der Stadt, betonten, wie wichtig es ist. Da haben es die Preußen her von Plato. Menschen jede Form von Selbstständigkeit über Jahre hinweg zu nehmen. Meine Damen und Herren, das ist Guantanamo pur. Deswegen versuchen die sich umzubringen, wegen dieser ständigen Überwachung. Das kann man nicht aushalten. Der einzige Unterschied ist, dass man bei der Schule weiß, wann es zu Ende ist und bei Guantanamo nicht. Das verschärft Guantanamo. Das sind die 7 Lektionen, die wir benutzen, um den Schülern klarzumachen, wie das Leben sein wird. Das ist doch erschreckend, nicht? Aber wir können da raus. Wir können da raus. So, jetzt hat er eine Studie aufgetan von einem gewissen Krebel. Der hat 1000 Amish Businesses studiert, sogenannte Small Businesses. Die Amish haben ja früher nur gefarmt. Aber wenn sie wachsen, anzahlmäßig in der Gegend, die nicht wachsen kann, müssen dann einige in Small Businesses gehen, weil die Amish nicht bereit sind, ihre Farmen so weiter zu klein zu parzellieren, dass keiner mehr davon überleben kann. Also seit einigen Generationen machen sie in zunehmendem Maße Business. Das kann Handwerk sein, das kann Dienstleistung sein, Businesses. Und jetzt hat also dieser Krebel 1000 Amish Businesses mit 1000 Businesses von Amerikanern in derselben Gegend, die er nebeneinander leben, untersucht und hat dabei einige Dinge festgestellt, auf die Gatto aufmerksam macht. Und ich habe sie mir dann bei Craybild im Original geholt. Also, John Hopkins University ist das. Und das war 95, als es hohe Arbeitslosigkeit in den USA gab, als er diese Studie gemacht hat. Er sagt, die Amish fordern viele normale Annahmen heraus, zum Beispiel darüber, was nötig ist, um ein Business zu starten. Sie sind zum Beispiel völlig unfähig, einen Marketingplan aufzustellen. Aber was haben sie gelernt auf den Farmen ihrer Eltern oder in den Small Businesses ihrer Eltern? Sie haben gelernt, erstens die Bereitschaft, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen. Wer lernt das bei uns in der Schule? Bayerisch, nermt. Zweitens, sie haben gelernt, eine hohe Innovationsfähigkeit besitzen diese Leute, weil sie nämlich nicht zerstört wurde vom Schulsystem. Jedes Kind besitzt die. Drittens, eine starke puritanische Arbeitsethik. Da wissen Sie Schweizer einiges zu sagen, nicht wahr? Die ist auch hier mit entstanden. Viertens, eine Familie, die mithelfen wird. Fünftens, sie stellen hohe Anforderungen an Qualität, egal ob sie produzieren, zum Beispiel diese Quiltdecken nähen oder Möbel bauen, oder ob sie Dienstleistungen anbieten, dann eben an ihre Dienstleistung. Einer ihrer Werte ist Kleinheit. Also in einer normalen, deswegen ist ja Migros so schön, nicht? Weil Migros das ja auch pflegt. In einer normalen deutschen Gegend, da sind vielleicht 4 Tante-Emma-Läden gewesen, dann kam ein Supermarkt, die 4 Tante-Emma-Läden waren tot, das heißt die 4 Familien, die von Tante-Emma-Läden gelebt haben, haben jetzt nichts und nur eine Familie lebt von dem Supermarkt. Etwas besser als die anderen, aber nur eine Familie. Und die Amish sagen, das wollen wir nicht. Wenn da 4 Tante-Emma-Läden sind, kann keiner hier einen Supermarkt aufmachen. Das verbieten sie. Kleinheit. Regionalität. Und das ist ja eine der großen Stärken von Migros. Das ist ja das, was ich so bewundere an ihrem System. So, was hat Krebel herausgefunden? In dieser Zeit der hohen Arbeitslosigkeit, in derselben Gegend wohlgemerkt. Erstens, so gut wie jeder erwachsene Amish ist fähig, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Zum Beispiel als Besitzer oder Mitarbeiter einer Farm oder eines Small Business. Zweitens, innerhalb der Amish-Gemeinde gibt es so gut wie keine Kriminalität, keine Gewalt, kein Alkoholismus, keine Scheidungen.
Drittens, die Amish akzeptieren keinerlei Hilfe vom Staat. Keine Sozial- oder Wohlfahrtsgelder, keine Krankenkasse, keine Altersvorsorge, nichts. Sie wurden gezwungen, 8 Jahre Schule zu akzeptieren. Da haben sie so lange gestritten, bis sie gewisse Regeln erzwungen haben, die werde ich Ihnen noch vorlesen, mit denen sie das dann akzeptiert haben. Das waren jahrelange Streitigkeiten, um diesen Kompromiss einzugehen. Viertens, die Erfolgsrate sogenannter Small Business People. Jetzt dürfen Sie raten, wenn 1000 Amish und 1000 Amerikaner in derselben Gegend ein Small Business starten, wie viele in jeder Gruppe sind erfolgreich? Tauschen Sie sich mal kurz aus, was schätzen Sie? 3000. Ich muss Ihnen noch was erklären. Ein Amerikaner darf ja scheitern und nochmal neu anfangen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist er dann ein Versager. Wenn er nochmal anfängt, der hat aber Mut. Hat er da alles in Sand gesetzt und fängt nochmal an. Der hat es ja wirklich nötig. Wie ist das in der Schweiz? Darf man bei Ihnen nochmal anfangen? Oh. So, wenn also ein Amerikaner dreimal angefangen hat, bis sein Small Business gelaufen ist, wird natürlich jetzt jeder dieser Anfänger als ein weiterer Anfang gerechnet. Das ist klar, weil das eine Statistik ist. Ob das ein selber ist, der ein zweites Mal anfängt, oder ein anderer, ist in dem Fall egal. Also, von den Amish haben 95% reüssiert und von den Amerikanern 15. Selbst ein Amerikaner, der nochmal anfängt, würde bei 30 liegen. Würde die Statistik auf 30 verändern. Also das ist ganz, ganz brutal. Nummer 5. Alle Amish-Jugendlichen leben ein Sabbatical-Jahr außerhalb der Amish-Gemeinde, wo sie sich auch ernähren, arbeiten. Das heißt, in dem Jahr haben sie Fernsehen und Radio und Autos und alles. Die leben dann nicht als Amish in einem Mönchsorden. Da könnten sie zu Hause bleiben. Sie leben das Amerikanische, sie lernen den American Way of Life kennen, ein Jahr lang. Dann erst entscheiden sie, wo sie letztendlich leben wollen. Wie viele kehren in die Amish Community zurück? Ja. 85%. Das heißt, an dem Amish Way of Life muss was dran sein. Was Gesundes, wenn es die zurückzieht nach einem Jahr American Way of Life. So, sechstens, die Amish sind großartige Nachbarn, die als erstes Hilfe anbieten, auch nach außerhalb ihrer Gemeinde. Siebtens, sie laden Ghetto-Kids und Behinderte aus der nicht-amischen Welt ein, bei ihnen zu leben, Leute, die keiner haben will, und viele bleiben dann bei den Amish ein Leben lang. Also sie haben kein Problem mit Integration. Ist das auch ein Thema in der Schweiz? Können sie nicht, ne? Können nur die Deutschen. Nummer 8. Sie farmen ohne Traktor, ohne chemischen Dünger, ohne Insektenvernichter, derart professionell, dass folgende Länder sie als Berater engagieren, um ihre eigene Agrikultur in Ordnung zu bringen. Kanada, Mexiko, das ist alphabetisch, Russland, Uruguay und nicht alphabetisch Frankreich. Das ist doch spannend. Neuntens, man kann viel über ihre Werke lernen, über ihre Werte lernen, wenn man verfolgt, worüber sie mit den Amis gestritten haben, mit der US-Regierung. Und einer der Punkte war das Schulsystem. Jetzt sagt Gatto, die Amish begreifen, dass staatliche Regelschulen soziale Trennagenten sind. Sie trennen zum Beispiel das Kind von der Familie. Das Schulsystem trennt aber auch die Kinder von den wesentlichen Dingen des wirklichen Lebens. Es teilt die Welt ein in Disziplinen, in Kurse, Fächer, Klassen, Lehrer, die einem oft immer fremd bleiben. So wird Religion zum Beispiel zum Schulfach gemacht und dann auseinandergenommen. Und das wollen sie nicht. Und deswegen haben sie ausgehandelt folgende Regeln. Überlegen Sie sich mal diese Regeln, ob Sie die haben wollen würden für Ihre Schulen. Erstens. Schulen müssen in Gehdistanz vom Wohnhaus sein. Gehdistanz, walking distance, no busing. 2 Stunden hin, 2 Stunden her im Bus. Zweitens, keine großen Schulen, in denen die Kinder anonym in Schubladen sortiert werden, mit Lehrern, die jährlich wechseln.
Drittens, Schulentscheidungen nur mit elterlicher Genehmigung. Da wird den Eltern nicht mitgeteilt, dass, sondern den Eltern wird gesagt, wir planen, ist das okay. Viertens, kein Schuljahr länger als 8 Monate. Wir kämpfen für immer mehr Schule. Überlegen Sie mal, wenn Sie die 7 heimlichen Regeln beachten, was immer mehr Schule den Kindern antut. Ich bin für Tagesschulen, wenn am Nachmittag sowohl Hausaufgabenüberwachung angeboten wird für die Bildungsfernen, als auch ein bisschen heranwachsen. Musikkurse, Sportsachen, Spielestunden, wo sie miteinander sozial umgehen können. Das ist nicht selbstverständlich okay. Aber manche Schulen kämpfen für mehr Unterrichtsstunden. Das sagen die Amish, no, 8 Monate haben die. So, fünftens, Lehrer müssen die Amish-Werte kennen und respektieren. Wenn ein Lehrer sich über das Pferdefuhrwerk lustig macht, dann kann er geschasst werden, so einfach ist das. Und was dürfen sich bei uns in Deutschland, nicht in der Schweiz, Lehrer über die Werte ihrer Schüler lustig machen? Das passiert ja allenthalben. Nein, das gibt's nicht, ne? Nummer 6. Kinder lernen, dass Weisheit im realen Leben und akademisches Wissen 2 völlig verschiedene Dinge sind. Die wissen, dass gute Noten und Lebenserfolg nichts miteinander zu tun haben müssen. Also wird das Selbstwertgefühl eines Schülers, der jetzt nicht genügend gut schönschreiben kann, nicht angegriffen. Oder sagt, das ist ein Bereich, der akademische. Das eigentliche Leben spielt sich woanders ab. Dann kann ich das ganz anders verarbeiten. Nummer 7. Jedes Kind macht auch Praktika durch. Zum Beispiel bei den Eltern oder anderen Verwandten. Unabhängig von den 8 Monaten Schule. Das heißt, die machen Sehen, wenn Sehen dran ist. Und regionale Produkte werden geerntet und verkauft, wenn sie reif sind. Auch wenn das in den 8 Schulmonaten ist, fehlt das Kind halt 3 Wochen. So what? Wäre das nicht für uns auch nachdenkenswert? So, jetzt gebe ich Ihnen noch die letzten Zettel von Ihrem Experiment, also die wir jetzt ausgewertet haben. Nummer 1, Bambus. Also der Abbruch war störend, möchte mich mehr in das Thema vertiefen, mehr darüber erfahren. Unfertig, Abriss, möchte mehr erfahren. Schade, hätte gerne mehr über Bambus erfahren. Die Quizfragen wurden auch nicht aufgelöst, Ausrufezeichen. Ja, so ist das. Abrupt, würde gerne noch wissen, was das Ganze mit dem Erdbeben zu tun hat. Abbruch, unbefriedigend. Würde gerne mehr wissen, Wissen um bevorstehenden Wechsel macht nervös. Auch interessant. Störend, möchte mich in das Thema vertiefen, mehr darüber erfahren. Unfertig, Abriss. Sie sehen, die Glocke ist nur gut, wenn sie sich gerade zu Tode langweilt. Ansonsten, und da sich die Kinder nicht selten in der Position befinden, dass die Glocke Erlösung ist, war uns gar nicht klar, wie gefährlich die Glocke für die psychische Entwicklung ist. Nummer 2, der Werkvertrag. Angenehm, Abbruch, angenehm, kein weiteres Interesse. Erlösend, da Infotransfer gleich 0. Bin froh über den Unterbruch. Gott sei Dank kommt was anderes. Unangenehm, weil mitten in der Erklärung gestoppt wurde. Sehen Sie, das ist gut. Wir haben gesagt, bei der Doppelcheckliste kriegen Sie Kügelchen. Das ist statt Checkmarks. Mindestens 4 physiologisch lernen möglich. Ab 7 ist okay und wenn mehr, Bonus. Jetzt haben Sie einen, der kommt rein und hat 5 Kügelchen in der Tasche. Den interessiert das blöderweise von Haus aus. Und dann meinen Sie, Sie haben guten Unterricht gemacht. Der sagt dann mit in der Erklärung, der hätte mehr wissen wollen, nicht? Der hat die Kügelchen mitgebracht. Das gibt's natürlich auch. So, was war das Ziel? Der Unterbruch war störend, weil der Sinn des Themas überhaupt nicht zum Vorschein kam. Schön, dass fertig. Unterbruch willkommen, Smiley. Ja, hier haben wir auch Glück gehabt. Naja, ich weiß jetzt, was ein Werkvertrag ist und werde mich weiter informieren, wenn es nötig wird. Der Unterbruch kam mir gelegen. Angenehm, kein weiteres Interesse. Erlösend. So, machen Sie das doch mal, Sie, die Sie Lehrer und Trainer sind.
machen Sie das doch mal, dass Sie bei der Kaffeepause ganz schnell einen Zettel verteilen und dass Sie mitten in einem Thema aufhören, ohne anzukündigen, ob es nach der Kaffeepause weitergeht. Sagen, wie empfanden Sie diese Abbrechung jetzt, diesen Abbruch? Da kommen dann sehr spannende Sachen bei raus. So, da brauchen dann manche einen Schnaps dazu. Wir sehen also hier, Gatter sagt, heimliches Curriculum, Verwirrung, erste Lektion, Desorientierung oder Desorientation. Zweitens, jeder hat seinen Platz, sozioökonomische, da sind wir ja immer Sieger in Deutschland. Emotionale, intellektuelle Abhängigkeit, Selbstwertgefühl durch Fremdurteil, durch Noten, ständige Überwachung, kein Vertrauen, unselbstständige Leute, Vergleiche Plato, der Staat, Vergleiche Orwell, 1948, Vergleiche Guantanamo und Militär überhaupt. Die Amish wollen das Gegenteil. Die Amish wollen nicht Verwirrung, sondern Klarheit. Sie wollen, dass man gemäß eigener Leistung der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft seinen Platz findet. Sie wollen Unabhängigkeit. Sie wollen Selbstwertgefühl durch Selbsterkennung und durch eigene Erfahrungen. Sie wollen, dass jeder verantwortlich ist in der Gemeinde. Der Amish erhält Vertrauen. Dem anderen enthalten wir es vor. Das ist der Unterschied. So, und das werden wir vergleichen mit 30 Elite-Schulen. Was diese 30 Elite-Schulen machen. Und zuvor möchte ich Ihnen noch eine kurze Wiederholung geben. Letztes Jahr haben wir wahrscheinlich die 7 Regeln der exzellenten Schulen. Hatten wir die letztes Jahr? Nicht die Folie, aber 7 Regeln exzellenter Schulen. Das sind Regelschulen in Amerika. Edmund, wer war letztes Jahr da? Hatten wir die? Die tun wir kurz noch mal in den Raum stellen, für alle, die nicht da waren. Ein gewisser Professor Edmund von Harvard, diese Folien sind alle nachher in der Dings drin, im Internet, so. Hat Schulen untersucht in Amerika, ganz normale Regelschulen, also sagen wir mal was, Hauptschulen. Wie nennen Sie das, was Hauptschulen sind in der Schweiz? Schulen, die also nicht zum Gymnasium, nicht zur Realschule führen. Primarschulen? Okay. Die gehen bis zum Abschluss mit 14 Jahren. 8 Jahre. Wo man früher dann in die Lehre gegangen ist. Danach. Also diese Art von Schulen war gemeint, nicht Highschool. So. Ist egal. Also 9 Jahre wäre das dann bei Ihnen. Okay, Primar und Sekundar. So, diese Schulen, vergleichbar, hat er in Amerika untersucht. Und hat in ganz Nordamerika, Nordostamerika, hat er 38 oder was gefunden oder 54, eine ganz kleine Zahl. Wenn man bedenkt, dass New York alleine schon 200 Schulen hat, dann ist das also mies. Und dann haben sie geschaut, was sind die gemeinsamen Nenner bei diesen Schulen. Und das haben sie herausgefunden. Erstens, diese Schulen haben eine Mission. Dazu gehört die Verantwortung. Sowohl, dass die Lehrer sie übernehmen für ihren Unterricht, als auch, dass die Schüler lernen, Verantwortung zu übernehmen für gewisse Bereiche. Und hier haben wir Perkins 1, 2, 3. Sagt Ihnen das, wem sagt das nichts, Perkins? Wir wollen eigentlich nicht jedes Jahr dasselbe erzählen. Perkins, also ganz kurz. Perkins können Sie nachlesen in der Erweiterung zur 4. Auflage von Inneres Archiv. Und das finden Sie auch in der Textschublade für alle, die ein früheres Buch haben. Zum Beispiel haben Sie heute die 3. hier gekauft, Restexemplare. Dann holen Sie sich die Erweiterung aus der Textschublade und lesen das. Ich gebe es jetzt nur ganz kurz an. Intelligenz, sagt er, ist lernbar und hängt ab von 3 Faktoren. Wir sagen immer angeboren oder erworben. Angeboren ist die Geschwindigkeit, mit der unsere Neuronen feuern. Da können wir nichts machen. Ich bin zum Beispiel neuronal langsam. Dann sagen Sie, wie kann die Frau langsam sein, wenn sie so schnell redet? Das ist mein Wissensnetz. Und die Dinge, über die ich was weiß, über die kann ich schnell reden. Neuronal langsam heißt, bei Neuem tun wir uns schwer. Bei Neuem sind wir langsam. Seit ich das weiß, das ist erst seit 10 Jahren der Fall, davor habe ich mir gedacht, ich bin blöd.
weigere ich mich jetzt in Anwesenheit anderer was Neues zu lernen. Oder ich lerne vor, was Lehrer auch gerne verhindern wollen. Das macht nur der, der sich wohler fühlt, wenn er durch den Vorlauf im Unterricht dann mitkommen kann. Das dürften Sie nicht verbieten. Und das Dritte ist das Genialste an seinem ganzen System. Das nennt er reflexive Intelligenz. Und das geht darum, dass wir eine Wahl haben. Warum haben wir so viele männliche Tanzmuffel und so viele Frauen, die gerne tanzen würden? Das liegt an der Methode. Also Männer machen ja eine Sache ganz oder gar nicht. Frauen machen mehrere Dinge gleichzeitig. Frauen können zum Beispiel, während sie etwas tun, gleichzeitig reden. Also in den berühmten schönen Minuten, da wollen Frauen dann seine geliebte Stimme hören, das geht aber nicht. Entweder er tut's oder er redet. Dann nerven sie ihn doppelt, A, weil sie ständig quatschen. B, weil sie fordern, er soll auch quatschen. Da trat Hele mal nicht. Das ist fast so schlimm, als würden sie ihm Mathematikaufgaben stellen, ne? Frauen können das aber. Das heißt, wenn die Anweisung kommt in der Tanzstunde, wann man sein Gewicht wohin zu verlagern hätte, und dann werden die Schritte gezählt. Männer brauchen das chronologisch. Anweisung tun, Anweisung tun, Anweisung tun. Frauen können parallel die Anweisung hören und sofort ausführen. Weshalb in der dritten Tanzstunde die Damen die Herren auf ein Parkett umeinander schieben. Dann kommen die Tanzlehrer und sagen, nein, 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 die Herren müssen lernen zu führen. Jetzt kriegen die noch mehr Anweisungen, in welchem Winkel der Oberkörper abstehen muss und so. Die Frauen bekommen die Anweisung, sich fallen zu lassen, sich führen zu lassen, was sie auch gerne tun. Und am Abschlussabend tanzen die Damen völlig entspannt in den Armen der Herren, die immer noch verwischen, ihre Schritte zählen. Wenn sie aber im Urlaub waren in Griechenland und haben den Tsertaki gelernt, der seit dem Film Sorber the Greek, das war ein falscher Ausdruck, müssen auch die Griechen jetzt Tsertaki sagen, der Tanz hieß ganz anders früher vor dem Film. Die Griechen kämen nie auf die Idee, ihnen zu sagen, wo sie ihr Gewicht hin verlagern sollen. Was machen die Spiegelneuronen? Zuschauen, vormachen, nachmachen, mitmachen. Das heißt, mit der anderen Methode können Männer auf einmal tanzen. Es tanzen viel mehr Männer als Frauen in vielen Ländern dieser Erde. Griechische Welt, arabische Welt, türkische Welt. Ist das spannend? Und Perkins sagt, wenn Sie mit etwas nicht klarkommen, hören Sie auf zu sagen, habe ich keine Begabung. Hören Sie auf, sich für dumm zu halten. Ändern Sie die Methode. Das ist sehr, sehr wichtig. John Holt, den wir schon mal erwähnt haben heute, hat, als er ein junger Lehrer war, Aufsicht gehabt bei Hausaufgaben machen. Und dabei eine Regel an dieser Schule, wenn ein Kind mehr als 3 Fehler hat auf der Seite, zum Beispiel einen Aufsatz, muss es die Seite noch mal schreiben. Na, kommt ein Kind daher, hat mehr als 3 Fehler, sagt er, tut mir leid, die Seite muss er noch mal schreiben. Wie ein geprügelter Hund schleicht es zu seinem Platz zurück, schreibt also unter großen Krämpfen ein linkshändiges Kind, ein armes Kind in der armen Gegend, das heißt, ein Kind, das eine eigene Feder hat, kann die auf linke Hand ja hinprogrammieren, aber nicht, wenn ich da die Geliehenen aus der Schule nehmen muss, weil die meisten Kinder eben doch Rechtshänder sind. Also krakelt es da völlig verzweifelt mit der linken Hand und hat wieder mehr als 3 Fehler und er muss wieder sagen, tut mir so leid, aber er war ein junger Lehrer, hat sich nicht getraut, sich über die Regel hinwegzusetzen. Er wusste ja auch nicht, ob jemand kommt und ihn überprüft. Wir werden ja alle überprüft in der Schule. Und abends ging er völlig verzweifelt nach Hause und rief einen Freund an, der auch Lehrer war, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, und hat gesagt, ich komme damit nicht klar. Und dann hat er gesagt, weißt du, wir müssen uns immer 2 Fragen stellen als Lehrer. Erstens, übrigens auch über den Holt kam ich auf diese Studie von Edmund. Erstens, cui bono? Wem nützt es? Was ist der Zweck? Wofür ist es gut? Also sagt er, was nützt diese Regel? Naja, sagt der Holt, eigentlich ist die ja nicht schlecht. Die Kinder lernen, dass sie eine gewisse ordentliche Arbeit abliefern sollen und dass man es auch mehrfach angehen muss, wenn nötig. Und das ist eigentlich nicht schlecht im Allgemeinen. Gut, sagt der Lehrer, 2. Frage, was ist in diesem speziellen Fall? Ist es da auch gut? Nee, sagt er, hier war es eindeutig nicht gut.
Das heißt, wenn wir hier dem Kind erlaubt hätten, die Fehler mit kleinen Klebeetiketten mit weißen zu überkleben und dann zu bemalen und das richtig zu stellen, das wäre für dieses Kind die bessere Methode gewesen. Wäre das Kind sich nicht so unendlich doof vorgekommen, hätte das Kind nicht so gelitten und hätte nach einer Korrektur von circa 3 Minuten den Rest der Zeit für andere Arbeiten aufwenden können, statt 3-mal den Text abzuschreiben. Drücke ich mich klar aus? Und das meint Perkins mit Perkins 3. Die Wahl der Methoden. Zweites Beispiel, Sprachenlernen. Vokabellernen ist die blödeste Technik, wo gibt. Wir haben sicherlich am Tisch, es gibt einen Vortrag und ein DVD, Sprachenlernen leicht gemacht, da erkläre ich, wie dieses saublöde System entstanden ist und warum das in Schulen überhaupt nichts zu suchen hat. Und die Leute, die nach der Birkenbill-Methode lernen, die lernen nicht nur die Sprache, sondern sie lernen auch, hui, ich kann Sprachen lernen. Das ist viel wichtiger. Und dann lernen sie hinterher freiwillig noch eine zweite oder dritte Fremdsprache dazu, weil das so geil ist, wenn man was macht und hat Erfolgserlebnisse. Das heißt, wenn was nicht funktioniert, nicht den Lerner hinterfragen, nicht das Kind in Frage stellen und sagen, es hat wohl nicht aufgepasst, es hat sich nicht konzentriert, es wollte wohl nicht, es ist wohl zu blöd, sondern die Methode zu hinterfragen. Und das ist gemeint mit Mission und Verantwortung. Die Lehrer übernehmen Verantwortung, die können nicht sagen, das Kind ist legasthenisch, das Kind ist bildungsfern. Es gibt keine Ausrede für die Lehrer. Sie müssen die Methode hinterfragen, deswegen Perkins 3. Sonst versteht man das nicht und sagt, das ist eine unlautere Forderung. Die Lehrer haben hohe Erwartungen an sich und an ihre Schüler. Ich erzähle gern das Beispiel von einem japanischen Meisterkoch. Wenn ein japanischer Meisterkoch einen Lehrling annimmt, heißt es bei Ihnen auch noch Lehrling? In Deutschland heißt es ja Azubi, nicht wahr? Auszubildender, so ein Quatsch. Einen Lehrling annimmt, die Lehrzeit geht über 5 Jahre übrigens, nicht über 3, dann lässt er ihn nicht Zwiebeln schälen. Er lässt ihn nicht den Mülleimer runtertragen. Er lässt ihn nicht die Drecksarbeit machen. Überhaupt nicht. Warum nicht? Weil er hohe Erwartungen hat und weil er vom ersten Tag in dem Schüler den späteren Meister sieht, den er in 5 Jahren aus ihm machen wird. Spiegelneuronen zugucken, nachgucken, nachmachen. Und wenn der Schüler sich bereit fühlt, dann fängt er an zuzugreifen. Hier mal eine Kartoffel oder sonst was. So lernt er. Nicht indem er die Drecksarbeit macht. Hohe Erwartungen an die Schüler und an sich selbst als Lehrer. Die Schulleitung, die leitet auch wirklich. Es gibt klare Regeln. Sie kennen die Geschichte mit dem gebrochenen Fensterscheiben? Wenn Sie in einer Gegend eine Fensterscheibe haben, die gebrochen wird und man kümmert sich nicht drum, haben Sie bald mehr. Und wenn Sie sich weiter nicht kümmern, haben Sie in einem halben Jahr die Drogenfixer an der Ecke. So geht das. Das heißt, keine Toleranz für Brechen der Regeln. Der Regeln, die das Gemeinschaftliche regeln. Da wird geleitet, da wird nicht demokratisch rumgemacht. Im Zweifelsfall. Ständige Erfolgskontrolle. Ich habe letztes Jahr eine Technik vorgestellt, die möchte ich allen noch mal kurz zeigen und wir geben Ihnen eine Demonstration dazu. Es haben nämlich manche es nicht ganz verstanden. Da kamen einige Fragen von den verschiedenen Seminaren. Das könnte auch bei Ihnen so gewesen sein. Also, es geht um eine Erfolgsgarantie bei Training. Training ist immer die Hand für Handlung. So, und ich habe gesagt, nehmen Sie 2 Kassetten. Früher haben wir auf Kassetten aufgezeichnet. Heute machen Sie es digital, aber haben es einfach die Fantasie, dass Sie 2 Kassetten haben. Nennen wir mal die rot und die blau. So, und auf die rote Kassette nehmen Sie Ihren ersten Versuch auf. Nehmen wir mal als Beispiel eine rhetorische Übung. Sie wollen lernen, einen Witz zu erzählen. Das ist auch sehr spannend. Viele Leute sagen, ja, ich kann keine Witze erzählen. Haben Sie ja nie geübt. Verdammt nochmal. Ich kann auch keinen neuen Witz erzählen, den ich nicht geübt habe. Sie werden lachen. Kann ich auch nicht. Ich muss einen neuen Witz auch üben. Nehmen Sie also einen Witz. Den können Sie gut am Telefon üben. Sie brauchen nicht zu fragen, darf ich mitschneiden, wenn Sie nur mitschneiden, was Sie selber sagen. Und Sie wollen Ihr eigenes Training dokumentieren. Und den ersten Versuch nehmen Sie auf die rote Kassette auf. Den 2. bis 14. nehmen Sie hier drüben auf. Nummer 15 kommt wieder auf rot. Drücke ich mich ganz klar aus.
Dann kommt 16, 25 ist hier, also 16 bis 24. Und so geht es weiter. Alle 10 weiteren, 35, 45, kommen hier drauf. Hier ist der ganze Rest. Hier fangen Sie mit einer 90er an, hier können Sie mit einer 10 Minuten oder 12 Minuten Kassette anfangen. Ist soweit klar. Was hier passiert, das sollen Sie A selber ausprobieren und B Ihren Schülern demonstrieren. Was hier passiert, auf der blauen Kassette, da haben Sie die kumulierten kleinen Verbesserungen von Mal zu Mal, die eigentlich kaum wahrnehmbar sind. Das ist das, was nicht motiviert, wenn ich übe. Leuchtet ein. Auf der roten Kassette sehen Sie die Leistungssprünge. Also lernt der Schüler selber festzustellen, ob seine Leistung besser wird. Nehmen wir mal Vorlesen. Nehmen wir einen Schüler, der absolut nicht lesen kann. Ich habe Ihnen auch ein Vorleseprogramm hier vorgestellt, wo im ersten Schritt extrem langsam gelesen wird. Jede Silbe können Sie ziehen, solange Sie wollen. Erinnern Sie sich, die anwesend waren? Also, jetzt würde ich zum Beispiel, wenn ich ein schlechter Leser bin, würde ich dann vielleicht normalerweise lesen, um Grüsere Überschneidungen. So lesen die doch, ne? Wenn wir aber jetzt sagen, Schritt 1, extrem langsam, der gewinnt den goldenen Eisschrank, der am langsamsten liest. Pausen sind verboten. Nur die Silben darf ich ziehen. Dann kann ich das so lange ziehen, dass auch ich als neuroner Langsamer die nächsten ein, zwei Silben schon erspähen kann, während ich die davor noch ziehe. Leuchtet ein? So, das heißt also, wenn ich jetzt so anfange, auf einem Level, das dem gemäß ist, dann merken wir, zack, 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 es wird immer besser. Fange ich aber an auf einem Level, der zu hoch ist, das machen wir auch sehr oft, dass wir jemanden zwingen, eine Übung zu durchlaufen, ein Training, für das er eigentlich noch nicht bereit ist, dann passiert, was die erste Demo Ihnen zeigt. Wir fangen an. Arabisch, wo ich die Wörter verstehe, die hatte ich schon dekodiert. Ah, Yabdu, Annahu, Yujadu, Shahsun, Mutamadinun. Das Wort war mir neu. Fi hadihil kariati. Kannst du mal kurz stoppen? Bei der Birkenmehl-Methode lernen Sie am Anfang beim Dekodieren, was es wortwörtlich heißt, in Schritt 1 aktiv zu hören und das zu verstehen. In Schritt 3, 1, 2, in 3 wird passiv gehört im Hintergrund als Vorbereitung zum Sprechen. Ich habe Arabisch aber nicht gelernt, um es zu sprechen. Das heißt, diese Texte hatte ich noch nie gesprochen. Deswegen tue ich mich beim Vorlesen schwer, obwohl ich sie schon inhaltlich verstehe. Und die Wörter, die ich noch nie unter der Zunge hatte, wie dieses eine da, dieser zivilisierte Mensch, das Wort zivilisiert, da merken Sie, wie ich stolpere. Nächstes 15. Ah. Ah. Yabdu annahu yujadu shakhsun. Mutter Madinum, Herzihil Kariati. Und 25. A. Yabdu annahu yujadu shakhsun Mutter Madinum, Herzihil Kariati. Sehen Sie, so sieht das aus. Da weiß ich, ich habe was geleistet. Ich würde noch länger üben wollen, aber ich weiß, es geht voran. Ich komme voran. Und wir lernen, dass wir es nicht mit 7 Mal üben haben. Ist nicht drin. Bitte. Sehen Sie, das ist diese Technik. Und wenn Sie merken, dass Sie nicht weiterkommen, war es zu schwer, zurück, leichtere Übung. Und bringen Sie es Ihren Schülern, Ihren Kindern, Ihren Mitarbeitern, Ihren Freunden bei. Ich habe die lange geheim gehalten, das haben meine Manager im Coaching erfahren. Ich habe die nie veröffentlicht früher. Die wird auch erst demnächst veröffentlicht. Ich glaube, in einem der Büchlein ist sie schon drin jetzt. Ist ganz neu, war also eine Geheimmaßnahme. So. Das heißt, bei den exzellenten Schulen heißt es ständige Erfolgskontrolle. Und ich sage, bringen Sie den Lernern bei, selbst die Erfolgskontrolle zu machen mit so einer Technik. Dann sind die alleine zuständig. Sie merken, ich werde besser. Wir haben zum Beispiel bei diesem Vorlesetraining ein Mehrere-Schritte-Modell entwickelt. Das haben wir letztes Jahr hier erzählt oder vorletztes. Und da ist der Witz der, dass man ganz am Ende erst eine Aufzeichnung macht.
Die kann man dann der Mutti oder der Lehrerin bringen und dann sieht der Mensch, ja, wir haben geübt und den ganzen Übungsteil muss diese Person gar nicht beaufsichtigen, weil wir selber autonom das alleine machen können. Oder zu zweit mit dem Coach, der auch ein Schüler ist, ein Mitschüler, ein Nachbar. So, im Klassenzimmer wird geübt, denken Sie an den Grammatik, Genitiv. Im Klassenzimmer wird so lange geübt, bis das Kind weiß, worum es geht, dann kann es auch zu Hause alleine weiterüben. Das ist in diesen exzellenten Schulen überall der Fall gewesen. Und dann haben wir Sicherheit, Ordnungsoase. Viele dieser Kinder kommen ja aus Slum-Gegenden mit Gangs, wo also ständig irgendwelche Jugendlichen totgeschossen werden etc. Sie haben das sicher im Fernsehen schon gesehen. Und die Schule muss eine Oase sein für die, die zu Hause keine Sicherheit haben. Für die anderen, die zu Hause Sicherheit haben, ist es auch Sicherheit. Aber für die anderen eine Oase, sodass die sich hier langsam entspannen können, weil mit ständiger Angst, dass mir einer was auf den Kopf haut, kann ich nicht lernen. Und das Letzte ist ganz wichtig, das Verhältnis Schule, Lehrer, Kinder. Das ist chinesisch Kind, geht schneller. So, bei uns ist es immer diese Entzweiung. Wir haben Eltern und Kinder gegen die Schule. Wir haben Lehrer und Eltern gegen das Kind, das ist irgendwie nicht zusammen. Und das passiert durch extracurriculäre Aktivitäten. In meinem Buch Trotzdem Lehren finden Sie ein Modul, das heißt Appell an alle lehrenden Personen. Und da berichte ich über eine Mutter, die so schultraumageschädigt war, dass sie, als sie zu einer Lehrerin gehen sollte, bin ich im Weg? Als sie zu einer Lehrerin gehen sollte, extracurriculäre Aktivitäten. Kommt sie in den Korridor von der Schule, dieser lange Gang mit den Türen, dem Gemurmel hinter den verschlossenen Türen und kriegt also einen Koller, einen Anfall. Die kann gar nicht weitergehen, die muss wieder raus aus der Schule. Die konnte gar nicht bis zu der Lehrerin vordringen. Das heißt, wenn wir extracurriculäre Aktivitäten haben, wir haben ein Theaterstück, es wird musiziert, es wird gebastelt, die Kinder zeigen, was sie gebastelt haben. Wir müssen nicht alles selber machen, wir können auch Schauspielschüler einladen, an unserer Schule ein Theaterstück aufzuführen. Wir können Musikschüler einladen, an unserer Schule was aufzuführen. Wir haben also viele Möglichkeiten. Jetzt kommt diese Mutter mit ihrer Schulangst und jetzt ist im Hof der Schule, in der Aula, irgendwo findet das statt. Und jetzt lernt sie den Mathematiklehrer ihres Kindes kennen. Und siehe da, der beißt nicht. Und dann hat sie vielleicht 3 Monate später ein Problem. Dann kann sie noch anrufen und sagen, hören Sie zu, Sie sind jetzt beim Dreisatz. Meine Tochter kapiert das nicht. Ich kann ihr nicht helfen. Können Sie ihr helfen? Weil sie den Menschen als Mensch kennengelernt hat. Das passiert an diesen exzellenten Schulen. Und das passiert an schlechten Schulen nicht. Also das sind schon mal Checkmarks, wo Sie sagen können, wie weit sind wir in unserer Schule? Das hier ist die Schule als Ganzes. Und jetzt kommen wir zu Holt, der diese Eliteschulen analysiert hat und gesagt hat, was machen Eliteschulen anders. Und jetzt schnallen Sie sich wieder an. Ich habe Ihnen von seinen 14 Prinzipien 10, biete ich Ihnen an, weil es würde sonst zu lange dauern. Das kriegen Sie alles nachher zum Ausdrucken. Also einfach nur mal mitdenken jetzt. Das sind die gemeinsamen Nenner von 30 Eliteschulen. Das haben Sie alle. Ähnlich ist es auf englischen Eliteschulen. Also, der Schüler soll die menschliche Natur verstehen, indem Fächer wie Geschichte, Philosophie, Theologie, Literatur und Jura innerlich verbunden werden. Die gemeinsam helfen ihm, die menschliche Natur verstehen. Nicht, wenn wir die Fächer separat abhandeln, als hätten sie keine Verbindung miteinander. Wenn ich also in Geschichte lerne, wie die Medici alle umgebracht haben, und unter Jura erfahre ich, welche Raffinessen da zugange waren, wie man das angestellt hat, wie man den einen oder anderen Papst entmachtet hat und so weiter. In Theologie erfahre ich den Unterschied zwischen dem Dogma und der Kirchenpolitik. Der Zölibat hat nichts mit der Kirche und mit Jesus zu tun. Der Zölibat wurde erfunden, damit Pfarrer das, was sie reichen Witwen abnehmen, nicht an ihre Söhne vererben können. Ja, das ist der Grund für den Zölibat. Sonst gar nichts. Und was wir kirchenpolitisch überlegen sollten, wäre, was die russische Kirche tut. In der russischen Kirche hat ein Pfarrer 2 Zweige.
Er kann sagen, ich will den Weg der Karriere gehen, dann muss er Zölibat bleiben, dann kann er Kardinal werden. Oder er sagt, ich gehe den Weg der Familie, dann kann er nicht Kardinal werden. Dann lernt er aber das Familienleben kennen, der weiß, wovon die Leute beichten. Der darf es auch wissen. Da kann er als Seelsorger den Familien helfen. Wenn er jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt zum Beispiel Witwer wird, dann kann er sagen, jetzt gehe ich auf den Karriereweg, ab jetzt lebe ich Zölibat, dann kann er immer noch Kardinal werden. Er kann auch, wenn er schon fast Kardinal ist und lernt die Frau seines Herzens kennen, kann er sagen, okay, das war's, ich möchte den anderen Weg gehen. Diese Wahlfreiheit hat der russisch-katholische, also der russisch-orthodoxe Pfarrer, der Kathole nicht. Das lernen die da. Kirchenpolitik, Kirchenrecht, Geschichte, diese Dinge zu verbinden, da begreife ich, wie die menschliche Natur funktioniert. Nicht, wenn ich Fächer habe zu diesen Themen. Leuchtet ein? Ja. Nummer zwei. Erfahrung von Sprache muss täglich ablaufen, inklusive sonntags. Jeden Tag. Schreiben jeden Tag, und wenn es nur 5 Zeilen sind. Muss sein. Das ist kein Schreiben, das er jemand zeigen muss. Man weiß, dass er das tut. Man blättert mal in den Unterlagen, aber man geht nicht jeden Tag prüfen. Er wird nicht ständig überprüft. Und häufiges Reden, auch vor fremden Gruppen. Hier lernen Sie Rhetorik, Didaktik, Dialektik, Debatte. All das, was Lehrer meistens nicht gelernt haben. Ja, wie wollen sich denn gegen diese Jugendlichen zur Wehr setzen, wenn die diskutieren wollen, wenn sie nie gelernt haben, wie man eine Debatte führt, eine echte? Sie kennen nur Lehrgespräche. Das ist sehr, sehr, sehr einsam. Zur Sackgasse, und da brauchen Sie ganz bestimmte Antworten. Wenn die nicht kommen, sind Sie verloren. Das ist keine Debatte, das bewegt den Geist nicht. Die Schüler müssen Organisationen begreifen, wie die Regierung, große Behörden, Gerichte. Dazu gebe ich Ihnen 2 Beispiele. Erstens, wer von Ihnen kennt Yes Minister? Das erwähne ich ja alle Jahre einmal. Ist meine Lieblingsserie gewesen. Kennt niemand, ne? Ist aus den 80er Jahren, BBC, die beste Serie, die ich je gesehen habe. Können Sie jetzt kaufen? Ich sag's gleich, ja. Also, Yes Minister ist Staffel 1 und 2. Yes PM ist Staffel 3. Die da kriegen Sie in Großbritannien bei BBC, also über Amazon, kein Problem. Und aus irgendwelchen politischen Gründen, fragen Sie mich nicht, wie heißt es in Deutschland, schlag mich tot, können Sie Yes PM, da wurde er dann Premierminister, können Sie nur in den USA kaufen. Amazon.com. Das ist nicht übersetzt, obwohl es hervorragend ins Deutsche synchronisiert wurde. Das Schweizer Fernsehen, das Italienische, hat es mal gesendet, am Nachmittag um 3:30 unter den Kiddie-Programmen. Ich habe es dann zufällig mal entdeckt. Ich habe damals noch so eine große Antenne gehabt und konnte mit sehr schlechter Qualität das bisschen sehen. Habe da eine von den Episoden auf Italienisch, war auch hervorragend synchronisiert ins Italienische. Also wenn irgendwer irgendein Draht hätte, wenn wir dem Schweizer-italienischen Fernsehen, wenn die bereit wären, das als DVD rauszubringen, das wäre richtig phänomenal. Und die Deutschen haben es auch nicht rausgebracht, also das englische Original. Sie müssen gut britisch-englisch können, um es zu verstehen. Hier werden die Politiker und die Beamten vorgeführt, die Mechanismen. Ich habe viel in der Politik verstanden, weil ich jetzt Minister und jetzt Premierminister gesehen habe. Ich meine das ganz ernst. Ich habe vieles plötzlich durchschaut, dieselben Mechanismen. Ist ja klar, Sie haben es ja von der Realität in die Persiflage gebracht. Sie haben ja nicht irgendein Zauberland angeschaut und dargestellt, sondern unsere normale Welt. Unglaublich. Und das passiert hier in der Art von Unterricht. Und das hier ist auch sehr interessant. Also in meinen Management-Seminaren erzähle ich das zurzeit. Wir kennen ja den Begriff CEO inzwischen auch bei uns in Europa. Weiß jemand, wofür er offiziell steht? CEO? Das ist Executive. Das ist der Officer. Nein, das ist der Chief. Der Häuptling. Der Häuptling ist das. Mit der Friedenspfeife. Der ist das. So, warum zum Teufel nennt man diese Leute Offiziere? Das ist ja Business. Und in Amerika gibt es sehr viele Offiziere, wo wir in Europa überhaupt keine vermuten würden.
Bei BBC habe ich in einer Sendung neulich gesehen, da wurde die Dame, Name, Titel eingeblendet, einer Dame, und dann stand da Chief Financial Officer Florida. Die entscheidet, wo Florida sein Geld hin investiert. Die ist ein Offizier sozusagen. Oder Anwälte, Staatsanwälte und Richter sind Officers of the Court, sind Offiziere des Gerichts. Warum ist das wichtig? Weil Offiziere der Offiziersehre gehorchen müssen. Die Offiziersehre heißt, man darf niemanden belügen, der auch ein Offizier ist. Der Rest der Welt, scheiß drauf. Wirklich wahr. Der Schütze-Soldat ist Kanonenfutter, der kann verheizt werden, der ist kein Offizier, der gehört doch nicht zu uns. Der ist völlig irrelevant. So, in einem Gerichtsprozess. Wer von Ihnen hat von O.J. Simpson Teile des Prozesses gesehen? Das hat Sky One ja jeden Abend gesendet. Ich habe das mitgeschnitten. Irgendwann werden wir das digitalisieren. 60% der Zeit war die Jury draußen. Da haben die Offiziere untereinander entschieden, Staatsanwalt, Verteidigung und Richter, ob die Jury das erfahren darf. Zum Beispiel, dass O.J. Simpson eine andere Frau fast totgeschlagen hat ein paar Jahre davor. Dann wird entschieden, aus rein formalen Gründen, nein, das darf die Jury nicht erfahren. Das heißt, die, die den Spruch fällen müssen, sind keine Offiziere, gehören zum Rest der Welt. Scheiß drauf, die brauche ich nicht ehrlich behandeln. Ist ja nur die Jury, die den Spruch fällt. Das ist die Offiziersehre. Und diese Leute haben unser Schulsystem geschaffen. Das heißt, die Kapitäne der Industrie und Wirtschaft brauchten lebende Roboter, und die hat man ihnen möglich gemacht. Scheiß drauf, wie diese Menschen da verbogen werden. Und die Lehrer hat man so raffiniert ins System reingezogen, dass sie es nicht gemerkt haben, weil sie ja als Schüler infiziert wurden. Das ist die Realität. Und das lernen diese Elite-Leute, die kapieren diese Zusammenhänge. Wir sind das Fußvolk, wir dürfen davon normal nichts erfahren. Natürlich gibt es Bücher über all diese Zusammenhänge, aber wenn Sie die alle einzeln lesen wollen würden, würden Sie nur noch lesen und nicht mehr leben. Auch nicht sehr realistisch. Viertens, ständiges Ein- und Ausüben von gutem Benehmen, Etikette. Das fehlt mir eindeutig. Das hätte mir sicher gut getan. Ich meine das ganz ernst, das können Sie hinterher schlecht lernen. Als Fundament aller zukünftigen Beziehungen. Wenn man ständig sagt, yes, sir, no, sir, und all diese Bitte, danke, all diese Dinge. Darum sagen Eltern, ja, wie sagt man da, bitte? Das ist schon richtig, dass das ein Reflex wird. Aber Bitte und Danke reicht halt nicht. Für gute Etikette muss es ein bisschen mehr sein. Ich bedauere es. Wir sind in so einer bohemien, halb künstlerischen, ja, Schwabing ist ja nicht der Künstler, Punkt Münchens gewesen, da bin ich aufgewachsen. Da ist man um 10 Uhr im Morgenmantel über die Straße zum Café beim anderen gegangen, weil man gerade aufgestanden ist. Das war völlig normal. Das war halt diese Art von, da war man nicht besonders höflich. So, selbstständiges Arbeiten, Autonomie, Training, Vergleiche Regelschulen. Gatto, Zitat, die Lehrer füllen den Unterricht zu 80-90%, früher 100%, höchstpersönlich. In den Eliteschulen ist das Ziel 80-90% Autonomie. Realistische 70-80% schaffen die. Das heißt, der Lehrer macht sehr wenig Unterricht, weil sich der Schüler das erarbeiten muss. Der Lehrer ist Coach. Er ist vorhanden, um zu helfen. Nummer 6. Jeder Schüler muss zwei energiefressende Sportarten. Wir kommen mit den Punkten noch durch, dann machen wir Pause. Nach der Pause stelle ich Ihnen phänomenale Einzelbeispiele vor, dann gehen wir in die Diskussion und im Bonusteil haben wir nochmal weitere Beispiele und nochmal eine Diskussion. Einverstanden? Also wenn ich die 6 bis 10 noch schnell durchbringen darf. Zwei energiefressende Sportarten müssen die ausführen, gleichzeitig, parallel. Zum Beispiel Schwimmen und Ballspielen, Reiten und Boxen, Laufen und Radfahren, Handball und Tanz. Und dadurch gewinnen die Grazie und Ausstrahlung. Das ist sehr interessant. Diese Elite-Menschen, wie die schon einen Raum betreten, so kommt das zustande. Sehen Sie, körperliche Ausstrahlung habe ich null. Wenn ich das Maul nicht aufmache, werde ich völlig übersehen.
Ich habe nur eine geistige. Diese Leute haben eine körperliche Präsenz. Wenn man also sagt, ja, bei der Party letzte Woche beim Grill war da der Heiner da, dann wissen sie alle, der war da oder der war nicht da. Wenn ich da war und habe kein Wort gesagt, haben sie keine Ahnung, ob ich da war oder nicht. Wenn ich was gesagt habe, wissen sie es. So. Ja, sehen Sie, wenn man erkenne dich selbst macht, dann weiß man solche Dinge über sich. Durch eine Lektion in der Schule würde ich das nicht erfahren. WC, wohl kaum. Nummer 7, Verantwortung. Extrakurrikuläre Aktivitäten, also eine Aufgabe pro Semester. Man pflegt zum Beispiel ein Tier, Kaninchen, Pferd oder einen Senioren. Man ist Clubleiter oder man hilft in einem Altenheim oder so ähnlich. Ich habe jetzt gerade so einen ganz komischen Schmerz hier. So. Gatto sagt, die normale Schule bietet keine echte Lebensverantwortung. Gatto Zitat, wer keine Verantwortung trägt, ist für die Gemeinschaft oder Gesellschaft nutzlos und so fühlt er und sie sich auch. Doch völlig klar. Vergleiche Aggression, Zerstörungswut jener, die sich wertlos fühlen. Jemand, der sich wertvoll fühlt, würde doch nichts zerstören. Wie käme denn der auf die Idee? Also wenn wir an unseren Schulen das haben, dann sind das Schüler, die sich nicht wertvoll fühlen. Dann sollten wir doch daran drehen, dass sie sich wertvoller fühlen können. Nummer 8, Menschen, das ist chinesisch, Menschen geht wieder schneller, sorry. Menschen kontaktieren, Erfahrungen sammeln, sich dabei kennenlernen, Vergleiche heranwachsen. So, zum Beispiel, man nimmt sich vor, das muss man dann auch öffentlich sagen, was man sich vornimmt, ein Interview mit dem Oberbürgermeister in diesem Semester zu schaffen. Jetzt ist man aber 13 Jahre alt, verstehen Sie, oder 11. Man nimmt sich vor, ein Gespräch mit einem Chief Executive einer großen Firma, die vielleicht in der Stadt ist. Man nimmt sich vor, mit einem Politiker ein Gespräch zu führen. Und er Gatto berichtet in einem seiner Bücher über einen Jungen, ein Mädchen, das sich vorgenommen hat, mit einer ganz berühmten Anchorwoman, also Ankerfrau im Fernsehen, Nachrichten, Anker, ein Gespräch zu führen. Und ist ihr also wochenlang hinterher und die Hilfen von ihr haben immer abgeblockt. Und irgendwann hat sie es geschafft, durchzukommen. Und hat also gesagt, sie muss unbedingt mit ihr ein kurzes Gespräch führen. Sie hatte ein Projekt und so weiter. Und dann war das der Ankerfrau so peinlich, dass das arme Mädchen da monatelang abgewürgt worden ist von ihren Assistenten. Und dann war sie bereit, dass das sogar mit Video gefilmt werden darf für die Klasse. Das ist ein Sieg, das vergisst das Mädchen nicht, bis sie in die Grube fährt. So, 9. Punkt. Vertrautheit. Wir machen Punkt 10 nach der Pause. Da habe ich noch ein kleines Experiment mit Ihnen. Das ist der letzte Punkt vor der Pause. Da wird sich vielleicht mancher von Ihnen wundern. Wir haben ja angeblich kein Geld für Kunstunterricht und so weiter. Vertrautheit mit großen Meisterwerken in der Kunst, zum Beispiel Bildenden, Drama, Literatur, Architektur, Musik, Tanz, Design. Gatto sagt, neben Religion ist Kunst das einzige Gebiet, das uns vom Tierhaften abhebt. Jetzt vergleichen Sie mal. Es gibt in der Esoterik die Aussage, dass die Energie, die in etwas hineingeht, drin bleibt und dann ausstrahlt. Wenn Sie also fassungslos vor dem David von Michelangelo stehen, dann spüren Sie die Energie, die Michelangelo hineingeleitet hat, um den David zu kreieren. Ein Rest davon spüren Sie sogar, wenn jemand den nur mit Kreide aufs Trottoir gezeichnet hat. So, und nehmen Sie mal einen Aufsatz. Sie kriegen 2 schlechte Aufsätze von 2 Schülern. Beim einen wissen Sie, der hat sich größte Mühe gegeben, das war sein derzeit bester Aufsatz. Beim anderen wissen Sie genau, dass der sich keine gegeben hat. Sie spüren das. Aber die Schüler spüren auch, was sie in den Unterricht reingegeben haben. Jedes Werk, jede Arbeit strahlt das aus. Wenn wir in der Nähe sind von Menschen oder Werken von Menschen, die Qualität liefern, dann fühlen wir uns bereichert. Wir fühlen uns besser, wir fühlen uns wohler, wir werden nicht müde. Andernfalls fühlen wir uns scheiße und werden müde. Kaffeepause.